Okay, heute zum ersten Mal im Trainingslager eine kalte Dusche von oben bekommen. Wie willkommen war die nach den schweißtreibenden Tagen? Ja, das ist doch dann eine schöne Abwechslung. Also die 32 Grad gestern und vorgestern, es zerrt dann schon und es tut dem Körper gut, wenn dann von oben mal was Kühles kommt. Wie dankbar ist man so ein bisschen dem Coach, dass er auch mal sowohl die Belastung, die Zeit als auch die Freizeiten so ein bisschen den temporären Gegebenheiten anpasst? Ja, also die letzten zwei Tage haben wir einen guten Mix drin gehabt zwischen Belastung und Regeneration. Und es tut jedem von uns gut und das sieht man auch in der Trainingsqualität. Die Abläufe funktionieren dann besser und ja, dann macht es auch allen ein bisschen mehr Spaß. Die letzten drei Tage sind angebrochen. Wie zufrieden bist du bislang hier mit dem Trainingslager in Bad Kögging? Die Bedingungen sind top, also die Verpflegung ist super, der Weg zum Training ist gut, die Trainingsplätze sind gut, also rundum positiv. Und die Vorbereitung insgesamt aus deiner Sicht? Ich denke, wir arbeiten extrem hart. Man merkt, dass wir auf einem sehr guten Niveau schon sind. Und ja, ich freue mich einfach, dass jetzt mit Ingolstadt ein richtig guter Gegner vor der Tür steht in dem Testspiel. Und dann schauen wir mal, wie gut wir schon drauf sind. An dem freien Nachmittag gab es auch noch mal einen Mannschaftsabend, wo ihr noch mal Steak essen gegangen seid. Wie wichtig ist das in der Vorbereitung, auch im Hinblick auf die Integration der Neuzugänge? Ja, also das sind immer wieder Dinge, die man wiederholt auch mal machen sollte. Mit den Jungs auch mal rausgehen, fernab vom Fußball ein bisschen quatschen, was trinken. Ja, das muss einfach sein, damit man zusammen wächst und dann ist man auch auf dem Platz, kämpft man mehr für den anderen. Hast du schon eine Idee? Der Trainer, sag mal, redet ja intensiv auf euch ein beim Training. Wie nah seid ihr schon, sag mal, dessen, was er sich von der Spielphilosophie her wünscht? Ja, also wir haben jetzt, die grundlegenden Bausteine waren ja schon da und wir haben auch nicht so eine große Fluktuation gehabt im Kader. Und deswegen müssen wir eigentlich nur die Neuzugänge einbauen und an ein paar offensiven Abläufen feilen. Und ja, auf dem Weg sind wir und das machen wir bis jetzt ganz gut. Deswegen denke ich, dass wir Richtung Saison dann in einer guten Verfassung sind. Dankeschön. Bitte.